Hallo, guten Tag. Guten Tag. Na, wie ist? Was machst du eigentlich so früh hier? Wieso so früh? Für dich ist das doch früh, oder? Ja, ist okay, hast ja recht. Ja. Aber erstmal. Was ist denn hier los? Da rede ich nicht drüber. Was haben Sie denn damit vor? Wir haben ja den Mähroboter. Sie? Aber der macht hier ein paar Faxen. Er findet die Station nicht, das Signal ist so schlecht. Ja, das hatten wir letztes Mal das Thema, dass da ein paar Probleme vorhanden waren. Ja, ein paar mehr, genau. Und jetzt wird heute umgestellt. Und dafür müssen wir einen Teil der Bande wegnehmen. Und noch was durchflexen. Ui, guck mal, wer da ankommt. Oh, Torbel! Auch schon ausgeschlafen? Nee, ich bin schon seit um 7:30 hier, mein Freund. Guck mal auf die Uhr. Ich hab mir jetzt andere Schuhe angezogen und was übergezogen. Das ist frisch heute. Da musst du dich bewegen. Mach ich doch die ganze Zeit. Wo? Hier. Wo ist dein Akkuschrauber? Das hab ich da hingestellt. Du musst einen Akkuschrauber mitnehmen. Ja, ich bin doch hier. Wo sind meine Handschuhe? Weiß ich nicht. Die gehören nicht hier hin, die sind vom Elternhaus. Bitte zurückbringen. Mach ich, wenn die kaputt sind. Holger ist hier wieder von Firma Ordemann. Hier vorne, wo wir die Ladestationen angebaut haben, ist zu viel Stahl im Weg. Und jetzt kommt der Mäher nach hinten. Da ist der Empfang sehr gut, hat er gesagt. Müssen wir für Banden ein bisschen versetzen und einschneiden. Was will er denn jetzt mit den riesen Platten? Robby! Befestigung. Okay. Befestigung. dass wir uns das so einfach wie möglich machen und dann bauen wir dem Roboter noch ein schönes Haus. Ja, wir müssen dem Robby dann eigentlich noch einen Namen geben, dann machen wir wie so eine Hundehütte mit so einem Namen. Das machen wir. Anmalen die Hütte. Farbe haben wir hier, habe ich schon gesehen. Wir brauchen Handschuhe. Ja, musst du welche besorgen. Die gibt's ja nicht mehr. Ich brauche die zum Flexen, die Handschuhe. Hallo, guten Morgen. Hi. Moin Moin. Ja. Wie wir erwartet haben, ne? Ja, wie ich es vermutet hatte, ne? Wir wollen mal gucken. Wir machen jetzt mal einen neuen Platz und dann gucken wir mal. Kriegt jetzt eine neue Tür zu Hause und dann. Genau. So. So. So, alles top. Vorbereitet da. Dann angepasst. Wenn du Daniel von hinten anguckst, dann mit seiner neuen Frisur. Das erinnert mich immer an einen so einen WWE-Wrestler. So von hinten. So. Komm, hier so Steckdosen drin. Geil. Komm, jetzt lässt du die Bande abbauen. Ich hab gefragt. Alles klar. Meine Fackeln. Ab damit. Auch wieder, siehst du jetzt schon, drei verschiedene Schrauben. Da ist ja nichts Neues hier, ne? Oh, wer läuft denn da im Bild rum? Ja, wollte ich. Also, wer ist denn das? Dazu später mehr. Ja, diese Woche passiert hier einiges auf dem Sportplatz. Ja, die Schrauben, das sind eine Katastrophe hier. Der Mähroboter bekommt einen neuen Platz. Und der Platz bekommt auch Zuwachs, kann man so sagen. Ja, unterirdischen Zuwachs. Unterirdischen Zuwachs. Okay. Ja, ja. Arbeitssicherheit. BG guckt zu. Guck mal, da fertig jetzt. Ja. Wollt die Bande nicht kaputt flexen? Ja, ist gut. Du musst jetzt bestimmt eh eine neue Bande hin, oder? Nein, die wird noch versetzt. So. So schlimm? Kann ich. Da haben wir hier eine Schraube, die habe ich ja nicht geflext, oder? Hm? Ach, da ist auch noch eine. Tatsächlich. Da ist auch eine. Doppelt den besser. Das ist auch eine Schweinerei, ey. Oh, so einfach. Guck mal! Was hast du dich also geklärt? Geht doch! Udo geschweißt. Nee, hältst du gut, was? Hältst du gut. So eine Schweißnaht macht er nicht. Meinst du? Definitiv nicht. So eine schlechte? So eine gute. Vielleicht hat er einen guten Tag gehabt. Vielleicht der Shitstorm. Damit wir mal schnell rankommen da unten. Die muss weg, die Stange, Turm. Warum? Ja. Warte, lass uns mal die Bande da hinstellen. So, kommt er so weit darüber. Oh. Ich glaube, das haben die gemacht, die uns die damals angebaut haben. Ja, klar. Das verschweißt. Denke ich auch mal. Soll ich noch eine neue Scheibe holen? Habe ich alles hier. Immer noch nicht fertig? Guck doch die Scheißnatte an, du! Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Nee, aber das ist noch nicht durch. Den großen Flex habt ihr nicht? Nee. Das ist doch durch. Ja, yes. Geht doch. Oh, das haben wir schon gut geschweißt gehabt. So, wo müssen wir die dann durch haben ungefähr? So
So, dann müssen wir jetzt da genau im Weg. Die muss ja auch komplett dann weg. Ja, die muss weg. Wenn wir sagen, wir machen den hier, ja, nochmal mit der Flex. Mal anzeigen. Ja. Ja, halt mal hoch. Ne, du bist der Flexmeister. Halt doch mal hoch. Oh, ich hasse die Fotos. Hier. Irgendwie. Halt mal so hoch. Kann ich nicht. Halt doch mal so jetzt hoch jetzt bitte. Haben wir irgendwas zum Anzeichnen? Daniel, halt haben wir was zum so Anzeichnen? Hoch. Nein. Halt doch mal wieder so hoch. Ich hab keine Zeit mehr zu hochhalten. Halt doch mal. Können wir gleich auch noch machen. Kannst du da gerade einen langen Texten hier? Ich versuche. Ja, so. Sieht schon gut aus. Was für ein Feinschnitt, Daniel. Ja. Hundertprozentig. Eine Flex auf Strom wäre doch besser. Ja? Ja, von der Power her. Hat die nicht so viel Saft? Nee. Man könnte ja auch vielleicht, um noch Platz zu sparen, das ist eine richtig dumme Idee, ne? Eine richtig dumme Idee. Man könnte ja auch hier noch hochschneiden. Könnte man auch. Dann haben wir vielleicht die Stange nicht, die wir wegmachen müssen. Das ist eine gute Idee. War die doch nicht so dumm? Nö. Also ich würde jetzt eine Hände klatschen. Ich kann das nicht. Ich würde jetzt in die Hände klatschen. Torbe, kannst du mir angefallen tun? Ja, klar. Schlüssel dafür besorgen. Haben wir. Wo ist der ungefähr? Weiß ich nicht. Ja, das können wir mal machen. Ja. Ja, ne? Ich würde sagen, das trennen wir ab. War das eine echt gute Idee? Ja, dann gehen wir darüber und dann brauchen wir den Pfosten nicht wegnehmen. Ja, okay. Gut, dann suche ich mal so einen Schlüssel. Wo meinst du denn ungefähr? Und vielleicht mal irgendwie ein Edding. Und eine Wasserwaage. Ui. Ein Edding und eine Wasserwaage. Wasserwaage weiß ich. Ich komme dann morgen wieder. Da liegt irgendwo unten in der Werkstatt der Schlüssel. Damit wir das dann mal ein bisschen gerade anzeigen können da. Ja, dann gehe ich jetzt eben los, hole eine Wasserwaage. Ich gehe einen Schlüssel suchen, weil das Torben den gefunden hat. Das ist Ostern. Ach, ja. Wie war schon. Und ich guck mal, ich kann gleich schon mal Klappen da hinlegen. Weil ich will für die Stange eine neue Scheibe drauf haben. Nimm mich mit auf die Balearen. Ah ja. So, dann ist die große Schatzsuche los. Ja, ich hab schon gefunden. Daniel hat schon alles gefunden und versucht. Ich weiß ja, wo es ungefähr lag. Ah, mein Schlüssel. Der Schlüssel, der macht? Ja. Okay. Ja, natürlich. Hier. Hast du? Das gibt's ja heute nicht, obwohl Mutter wirst du. Geht noch weiter. Sven, hast du Kamera immer noch an? Ja, wieso? Nee, lass mal aus, bitte. Was ist denn hier los? Ist hier etwa ein Schatz vergraben? Wer weiß, das verraten wir später. Vielleicht wird das die Schatzsuche in Schiefelde. Ist das so? Ja. Jo, moin Udo. Ja, die sind schon dabei, haben schon Markierungen gemacht. Und fangen heute auf jeden Fall an. Die haben uns alles eingemessen und so. Und ja, das Negative dabei ist, wir können diese Woche definitiv den Mähroboter nicht laufen lassen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich rufe jetzt auch gleich noch bei Wilken Völker an, dass der gelbe Mäher zumindest wegkommt. Das müssen wir gucken, ob der nächste Woche wieder da ist, sonst haben wir ein Problem. Gibt es ja etwa Rasenmäher-Chaos-Stress hier? Ja, wir haben, das Problem war, letzte Woche vor dem Heimspiel konnte der Mäher, der Mähroboter nicht richtig laufen, weil der immer diese Fehlermeldung hatte. Mhm. Der kam nicht in die Ladestation wegen dem Signal, deswegen bauen wir das heute gleich um. Und durch andere Arbeiten auf dem Platz kann der jetzt aber diese Woche auch nicht laufen. Deswegen haben wir Samstag mit Udo seinem ehemals gelben Rasenmäher hier nochmal gemäht, dass der Mäher das einfacher hat. Und dabei ist leider der Keilriemen gerissen. Vom Mähwerk. Und bei dem schwarzen Trecker von Wilkes Papa ist unerklärlicherweise vom Fangkorb unten der Haken ab. Den muss man jetzt befestigen mit Schnüren, damit der Grasabschnitt auch im Korb bleibt. Und was ist denn mit Udos geliebten roten Rasenmäher? Das wollten wir Torben nicht da erzählen. Da wollten wir, haben wir, also ich habe mit unserem zweiten Vorsitzenden telefoniert, weil das Samstag wirklich eng war hier, ob Udo bitte einmal, weil es trocken war, mit dem roten Rasenmäher hier auf dem Platz darf. Der hat ja gesagt. Dann wollten wir den anmachen, aber leider war da die Batterie alle. Mit so einer wunderschönen Markierung. Und hier geht's weiter. Kommen wir jetzt auch irgendwie zum Schatz? Ja, Schatzsuche. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Hier müssen wir graben. Ja. Ihr lieben Leute da draußen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, warum hier so Markierungen auf dem Platz sind und was hier eigentlich passiert. Also ich darf noch nicht so viel sagen,
weil dazu folgt ein oder zwei weitere Videos. Woche. Das sag ich dir. So, lass uns weiter. Mhm. Du mit deinen guten Augen kannst den geraden Strich machen. Ja, klar kann ich das. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Achso. Das war erst gemeint, dass du das kannst. Aber das E soll noch mit drauf bleiben, ja? Also, ne? Nicht hinten auf dem Boden. So, nicht verschieben. Und ja, hast du schon gemacht. Ja, super. Hupala. Turm. So. Hältst du? Ich halt mal. Sauber. Kann ich ruhig anfangen, eigentlich so ein Praktikum? Ja, dann flex mal, dann sehen wir das. Zwei Jahre unbezahltes Praktikum kannst du gerne machen. Ja, klar. Vielleicht ist es ein Kostendecken. Oh. Und Kostendecken. Wir suchen noch Leute, kannst kommen. Nee, danke. Ja, nee, danke. Zu schlimm, oder was? Alter. Auf der anderen Seite können wir nicht gleich biegen. Komm noch, Tom, da besorgen wir ein Leerrohr für. Ja, ja, aber wir können das ja erstmal. Kann man reinstecken. Nehmen wir mal eben. Steck ihn rein. Muss mal hier, soll ich den hier erstmal so reinlegen? Kannst du machen. Wo hat Daniel denn hier in Steckdose gehören? Ah, das ist also der Schlüssel. Ja, Universalschlüssel. Schön, wie du dahinter dein Zaun bist. Erinnert mich, an, erinnert mich so, an, so ein, an ein Lied. Ja, ich kann da rüber klettern. Das will ich sehen. Ist das dumm. So, jetzt muss dein neues Zuhause wieder eingewiesen werden. Daniel, bring mal bitte den Besen mit. Ja. Wir müssen ihm sagen, ja. Wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen. Was tust du denn? Ich soll einen Besen mitbringen und ich habe Schrauben für die Bannen geholt. Ja, das war so ein gelber. Der Keilriemen vom Mäh weggerissen. Ja. Und bei so einem anderen, der kommt leider glaube ich nicht von euch, ist hinten von dem Auffangkorb der Haken abgebrochen, der den Korb quasi einklemmt. Und das Problem ist, also der gelbe mit dem Keilriemen, der müsste eigentlich, wenn es geht, schnellstmöglich wieder heil sein, weil wir darauf ja angewiesen sind. Habt ihr da echt eine Möglichkeit? Ja. Alles klar, wir melden uns gleich eben wieder. Danke dir. Gerne. Tschüss. Jo, Udo, ich habe da jetzt angerufen. Die nette Dame meldet sich gleich wieder, guckt in die Daten, welches Modell und so weiter. Das müsste alles hinterlegt sein, dass sie den Keilriemen schon mal bestellen. Und dann ruft sie mich gleich zurück, wie es weitergeht. Das kannst du doch. Ja. Und zwar. Die sollte noch tiefer, genau. Die, noch tiefer jetzt? Ja. Pass auf, die Schnitt. Aber er sagte, einer wird knapp werden, ein Robby für uns. Das habe ich aber gleich von Anfang an gesagt. Ne? Aber egal. Die Schnitthöhe ist dadurch, dass du verschiedene Flächen angeben kannst. Ne? Ja. Ist das immer pro Fläche. Okay. So, das heißt, du gehst in die App rein. Gucken wir mal, was bei dir im anderen. Ne? Gehst hier auf Karte. Mhm. Schnitthöhe. Achso, da kann ich die ändern. Oh, super. Ne, da kannst du die jetzt, da kann man jetzt raufgehen und kann die jetzt noch weiter runterschrauben. Und okay, auf 25 also, wollte ich ja, glaube ich, haben, sagte er. 26. Ja, 25. Ja, guck mal, dann machen wir das hier. Mach 25. Sven, hinter dir kommt was, Vorsicht, der hat keine Hupe. Du kannst jetzt diesen Platz tiefer mähen als den anderen oder wenn du sagst, du hast außen drei. So, das ist jetzt der Punkt, den wir ihm eben gegeben haben. Raphael, machst du Kontrolle? Oh, das ist gut. Das ist ja mal was Neues für mich. Ne? Ja. Na, und mir geht der Krach los, die knattere. Das Problem, da bin ich mal gespannt, wenn sie sich da reinziehen. Ne? Ja. Das Rohr. Das Rohr. Ja. Das geheim, Rohr. Geheim. Geheim, geheim. Wir sagen noch nicht, was das ist. Aha, ja. Das Rohr. Fred, hast du gestern einen gehabt? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Ein bisschen bei geguckt, ja. War noch interessant dahin nachher, ne? Mit den ja, Jungs. Mal gut, mit dem Peter vor allem. Da haben wir schwer gelacht, doch. Aber der musste auf einmal auch ganz schnell nach Hause. Ja? Wie kommt das? Weiß er noch nicht. Wissen wir noch nicht. Immer da vorne an der Ecke, ne? Wie kommt das? Gestern hat die ein Ofenrohr. Gestern hatte ich Ofenrohr geraucht. Ein Test. Die gucken wir da noch. Zum Donner. Ach, mir hat's, die konntest du ja gar nicht sehen. Du warst ja am Arbeiten. Ja. An der Linie. Was war eigentlich mal deine längste Zigarre? Längste?
Da gibt es auch hier so Akolyten, die riesig gefüllt Meter sind, oder? Ja, nee, der längste war ich glaube 550 mm. Einen halben Meter lang. Nee. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lang ein halber Meter ist? Das ist eine Standard-Gehwegplatte. Das sind 50 cm. 80er Ringmaß. Das ist richtig so gerade durch in den Cutter noch rein. Zum vorne den Pin abschneiden. Ne? Die schneidest du ja dann immer an. Passt so gerade noch da rein. So kannst du sie nicht anmachen, die halben Meter. Da musst du ja den Arm rausdrehen. Ne? Dann musst du sie so anmachen. Ach nee, die habe ich dann so, ne? So schräg gehalten und dann ein Bunsenbrenner dran. Nee, ein kleiner Gasbrenner. Ja. Und wie doll muss man daran ziehen, dass die Lunte überhaupt blüht? Oh, das ging eigentlich. Ja? Ja, das geht. Das ging, das ist auch kein Thema. Mit der Zeit, da lernst du ja das Saugen, ne? Das Ziel. Okay, tschüss. Alle meinen? Ja, passiert. So. Was habt ihr jetzt hier schön gemacht? Er hat ein Testprogramm laufen lassen. Mhm. Aber ich glaube ohne Befund. Was denn für ein Scheiß? Und? Keine Ahnung. Das war der Aufsatz, der da war. Kommt offenbar Nebel. Haben wir noch einen anderen Aufsatz für Tor? Weißt du, Tor, weißt du das? Eine warme Wetterlage heute. Viel Spaß. Der passt nicht mehr. Der passt nicht mehr. Haben Sie das gemeldet heute? Ja. Ja, haben Sie das gemeldet? Ja. Komm, wir gehen zusammen. Ne, geht aber gucken. Was soll ich da finden? Ja, ich weiß auch nicht, geht gucken. Was hätte ich gebraucht? Ich hab dann jetzt nicht ein Problem. Daniel hat den Bit kaputt gemacht. Ah. Hey. Es regnet. Ja. Oh, das ist hier irgendwie verqualmt. Das ist der Nebel, der Morgennebel. Was für Probleme gibt es denn hier eigentlich wieder? Ach, das Übliche. Das Übliche, Sven. Was ist denn das Übliche? Das Übliche ist, dass wir für die selbstschneidenden Schrauben diesen Aufsatz, der ist spurlos verschwunden, nachdem hier gearbeitet wurde. Und den wir jetzt haben, der ist zu groß. Jetzt müssen wir vom Benes so ein neues Ding holen und dann kann es weitergehen. Woche. Ein typischer Montag heute. Sorry, hier. Du hast gerade gesprochen, eventuell kann es die Platine sein. Oder das Kabel unten dran, ja. Was das Signal rausgibt. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass er noch so läuft. Okay, dann bin ich zufrieden. Hoffen wir, dass es weiterläuft. Ja, klar. Ja. Ja. Da guckst du mal. Ja, wir können ja gleich noch laufen lassen. Jetzt lädt er garantiert, ne? Ja, der ist ziemlich voll. Der kann eigentlich jetzt so rausgeschickt werden. Kannst du ja machen. Mach ich schön gleich raus. Schick ihn gleich raus und dann kann er was tun. Ne? Solange die nicht arbeiten daran. Genau. Lass noch ein bisschen Arbeit was machen. Genau. Schnitttür haben wir ein bisschen runtergedreht. Ja. Guck ich nach, sonst dreht es selber um. Genau. Ne? Kriegen wir. Danke dir. Komm gut nach Hause. Ja, schöne Woche euch. Ja, auch so. Mach's gut. Jo. Oh. Aber es funktioniert wieder. Ja. Erstmal. Schauen wir mal. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ja. Ja. Irgendwie, egal welches Gerät du neu hier hinschieben fällt, irgendwie ist das Fluch. Meinst du? Weil das da. Guck mal, diese Arbeit, das wäre doch was für dich, Sven, oder? Was? Flaschen sauber machen. So eine Geschirrspülmaschine, einfach drin und fertig, oder nicht? Da hast du auch nicht immer. Gehen die von kaputt? Echt? Ist so heiß, ja. Du musst Geschirrspülmaschine kälter stellen. Ja, aber es muss ja gemacht werden, ne? Ja. So. Das ist so. Jetzt möchte ich Kaffee trinken. Kaffee trinken? Ja. Hm. Was hast du denn da? Geh ich gar nicht rein. Hallo? Ganz schön frech, ne? Ja. Jetzt haben wir um 11:49 Uhr Frühstück. Ja. Ja. Das heißt 12:49 Uhr. Na, Getanarbeit. Wir haben noch keine Getanarbeit. Doch. Nee. Ich habe schon gearbeitet, das hat auch Kamera. Ja, typisch. Die Arbeit ist nicht fertig. Wir haben sie angefangen. Ohne Material oder Werkzeug. Danke, Fred. Ja. Hältst du Fred auch noch einen Teller hin? Nichts zu danken, bitte. Ups.
Erstmal tschüss. Ja, hau rein. Tschüss. Hau rein. Tschüss. 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 Du kannst das schneiden. Mach jetzt so. Mach jetzt so, spring hoch. Okay. Warte. Lauf rum. Okay, dann spring mal. Jetzt muss ich andersrum. Jetzt machst du das so. Stopp. Ja, ein Tick nach da. So. Und ja. Ist das dumm?